versuchen, nicht deinen Stress zu bewältigen. Dass wir diese Kurven laufen müssen, das ist auch nach. Fast unterm Tisch wieder. Unterm Tisch haben wir eine kurze Verschnaufpause, eine ganz kurze. Da kommt man los und los und los und los und los und los und los um die Ecke rum und runter da. Und weiter da und jetzt mal sprinten hier ein bisschen. Und hoch da. Und hoch da. Und hoch da. Und der Haken war schon so nah dran. Verzeiht mir, liebe Zuschauer, dass das hier jetzt das hier Parts damit fülle. Dass ich den halben Stream damit brauche, hier voranzukommen. Wie der letzte Stream auch schon. Wie der Sorte war. Ach, das haben wir verkackt. Ja. Oh Mann. Na komm, jetzt haben wir einen Vorsprung. Um die Ecke, versau's nicht, versau's nicht, versau's nicht. So und weiter hier. Und da kannst du hochhüpfen, da kannst du hochhüpfen, da kannst du hochhüpfen. Da kannst du hochhüpfen, hochhüpfen. Nein! Warum? Irgendwann verlässt einen auch der Mut hier. So, linke Hand auf Steuerung und Shift. Und rechte Hand auf VSD. So funktioniert das. So kriege ich das noch hin. Als Nicht-Pro-Gamer. Ja, das seht ihr ja hier. Dass ich kein Pro-Gamer bin. Ach, was war denn das jetzt hier? Aber ich habe es geschafft. Jetzt hier weiter. Jetzt keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Hier hoch und hier hoch. Und greif nach dem Haken. Der war zu weit weg, der Haken. Hm, Mami, mach, dass das aufhört. Ich will nicht mehr. Ja. 25 Minuten ist der Stream schon. Ja, minus 5. 20 Minuten spiele ich das jetzt hier schon. Ah, 21, 22 Minuten. Ah, meine Güte. Ja, meine Fresse. Ich bin zu dumm für diese Scheiße. Leg den scheiß Tisch da weg. Jetzt spring doch da hoch, meine Fresse. Bleibt so am Karton hängen. Ich bin zu jung für diese Scheiße. Okay, das schaffen wir mittlerweile. Nein, da muss ich ein bisschen schneller sprinten. Erstmal sprinten und dann da hoch und dann in Ruhe greifen. Ich glaube, wenn wir da drüben sind, können wir uns Zeit lassen. Ja, verdammt, ich wollte noch sliden dort. Am Ende. Das Stream hat ein bisschen Verzögerung. Ein paar Sekunden, ein, zwei Sekunden Verzögerung, kann ich den Tod immer noch ein bisschen ansehen. Gucke ich rüber zum Laptop, sehe nur noch, wie ich da sterbe. Kleine Analyse an der Stelle. Och Mann. Bis rüben komme ich ja jetzt schon. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Das kriege ich jetzt schon mit ein bisschen Konzentration meistens hin. Wird besser. Und runter, erstmal runter und dann die Taste drücken. Entkommen, entkommen, entkommen. Hier runter und schnell weiter sprinten. Taste nicht loslassen. Jetzt brauche ich die
Sprungtaste und die Klettertaste. Das ist schwer jetzt, wenn ich die rechte, linke Hand auf der das Shift-Taste und auf Steuerung habe und WASD mit der linken Hand benutzt, rechten Hand benutzt, dann nochmal wechseln zu müssen, dann auf die, das ist so gut wie unmöglich. Dann zur Maus zu greifen, das kannst du vergessen. Das wird nix. Die Maus, die am anderen Ende der Statue liegt, komplett. Und die Other Side of Life. Ach, was war denn das jetzt? Das haben wir auch schon zweimal gesehen. Fünfmal. So oft, wie ich hier gestorben bin. Ich verrenke mir nur die Finger. Ja. Die rechte Hand muss für Maus und Shift. Space meine ich. Frei bleiben. Damit ich da springen und festhalten kann. Die rechte Hand. Ich muss hier komplett mit der linken Hand. Da. Heute Abend habe ich dermaßen Schmerzen in den Händen. Ja, komm, gegen das Tischbein ist. Das verfickte Tischbein. Ich mache jetzt nicht den Tisch kaputt. Ja. Und weiter springt, weiter. Nein! Na komm! Und jetzt hier. Springen und hoch. Finger entspannen. Ja gut, jetzt sterbe ich nochmal. Ich brich mir heute noch meine Finger. So, sprinten. Keine Zeit verlieren, sprinten. Fast eine Action, Leute. Und fast waren wir da. Fast eine Action, Leute. Was für eine Spannung. Also durchgehend hier. Fast 30 Minuten schon. Durchgehend Action hier. Ich habe noch zu lange Fingernägel. Ich habe mir hier gerade fast einen Fingernagel abgebrochen. Ach, da hinten können wir auch hoch. Sehr schön. Scheiß auf den Fingernagel. Ich hole mir noch einen Nagelknipser. Kann einreißen. Scheiß jetzt mal darauf. Habt ihr jetzt hier keine hübschen lackierten Nägel oder so? Nichts, was sich nicht reparieren lässt. Nein. Warum? Jetzt habe ich gerade aufgehört zu sprinten. Ja, jetzt scheiß mal auf die Fingernägel. Heute sowieso nicht mehr raus. Und hoch hier, kleines Mädchen. Und häng dich dran. So dicht dran. Ich werde heute Nacht schlecht von träumen. Ich werde heute Nacht sowas von schlecht von träumen. Little Nightmares. Das Spiel wird seinem Namen gerecht. Es gibt kleine Albträume heute Abend. Oh Mann. Ich will hier endlich weit kommen. Es quält mich auch als Let's Player, hier an dieser Stelle festzuhängen. Und ich gucke auf die Zeit und sehe, ich habe jetzt hier schon den zweiten Part gefüllt und den dritten Part gefüllt und den vierten Part. Dann ist der Stream vorbei und dann... Das quält mich auch dann. Ich will auch was zeigen im Let's Play, versteht ihr? Da habe ich noch ein bisschen... Versteht ihr meine Lage? Es ist noch eine zusätzliche Belastung zum Gaming dazu. Nicht hängen bleiben. Diese verfickte
Äste dort. Muss man hier Schlaufe drum rennen und... na komm, ich bin doch schon... Sehr gut. Elegant. So, jetzt hier nochmal sprinten. Nach hinten vielleicht, hier auf den Karton drauf und hier drauf und der greift mich. Oh, ich lebe noch, ich habe noch gelebt. Ich habe es nur nicht gesehen. Och, ich will nicht mehr, Leute. Ich will nicht mehr. Mein Herz. Haben wir gleich seit einer halben Stunde hier an dieser Stelle. Halbe Stunde durchweg Stress. Mein Herz ist gut genug, dass es das schaffen kann, aber eine Stunde. Müssen wir das Stream vorzeitig beenden. Zwei Küken Herz, Kaspar. Eine halbe Stunde kriege ich hin. Eine halbe Stunde Action. Kein Ding. Und jetzt springen. Springen. Nicht da runter. An den Haken. So nah und doch so fern. Das Ziel. Das hat uns gekillt, da um die Kurve zu rennen. Nicht zurückrennen. Das ist doch dämlich. Ich brauche ja nur die S- und die D-Taste. Prinzipiell ja. S, um hier mal um die Kurve zu fliehen und runter hier. Und die W-Taste brauche ich hier gar nicht drücken. Jetzt brauche ich die W-Taste. Und jetzt hier hoch und dann jetzt. Der Haken war so nah dran. Ich glaube, ich muss da runterspringen. Ich muss da hoffen, dass ich den Haken kriege. Wir waren schon mal an einem Haken dran. Und waren schon. Ich habe dann leider losgelassen. Ich Doofkopf. Okay, das schaffen wir schon. Nicht das Lichtchen anmachen. Hoch, 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 hoch. Okay, die Zeit reicht nicht, dass wir da normal langlaufen. Da müssen wir sprinten. Dann haben wir da mehr Zeit beim Hochklettern und Haken greifen. Wir müssen hoffen, dass ein Haken parat ist, der uns dann dort aufhängt. An dem wir uns hängen können. Nach ist er da drüben. Jetzt haben wir noch Zeit. Jetzt haben wir. Hoch hier und jetzt springen. Und festhalten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht loslassen, nicht loslassen, nicht loslassen. Bloß nicht loslassen. Bloß nicht die Maus loslassen. Hier hoch. Bloß weiter hier. Hier nicht sterben. Ah Gott. Die Küche haben wir abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Jetzt mal kurz verschnaufen. Meine Fresse. Das war heftig. Finger massieren. Ich hoffe, jetzt geht es nicht weiter in dieser Art und Weise. Jetzt geht es ja ein bisschen entspannter voran. Sprinten mag ich hier gar nicht in diesem Spiel. Das finde ich gar nicht toll. So, wir gehen ins Licht. Ins Licht ist gut. Das könnte Tageslicht sein. Tageslicht ist gut, dann sind wir hier raus. So hoch, hier kleines Mädchen. Hinauf. Die lange Treppe, lange Leiter, die ewig lange Leiter nach oben. Was erwartet uns in dem Licht?